Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Ganz genau, liebe Leute, und wir haben uns beim letzten Mal mit Regina durch den Dschungel gekämpft. Wir haben uns hier Waffen gekauft, Flammenwerfer, wie ihr seht. Und schaut mal, wie cool sie da steht, hier wird so ein Arm verschränkt. Und genau, wir sind beim letzten Mal irgendwie so diesen Helmmenschen gegenübergetreten und, wartet mal gerade, na gut. Okay, und genau, wir haben die ist fast runtergefallen, die Frau, als sie abhauen wollte, oder das Mädchen, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Sieht ziemlich hübsch aus, muss ich sagen. Aber wir haben das hier gefangen gehalten, die sträuben sich so ein bisschen, die können es irgendwie gar nicht leiden. Und ja, was machst du jetzt hier? Sie versucht, sich aus den Handschellen zu befreien. Das schafft sie eh nicht. Das schafft sie eh nicht, ich glaube, die sehen ziemlich solide aus. Sie blickt sehr dickköpfig in diese Richtung. Die? Ja, ist die Tür, ne? Oh, Leute, ist die Tür. Okay. Alles klar. Wir haben die hier jetzt einfach gefesselt und wir gehen einfach raus und lassen die hier versauern. Nee, ich glaube, wir holen die nachher wieder. Bin ich auch gespannt, was sie zu sagen hat. So, Leute, weiter geht's hier mit Dinos. Oh mein Gott, Leute. So, wir haben hier unseren Flammenwerfer tatsächlich und die bewegt sich aber sehr langsam damit. Ach, nein. Ich will hier keinen Schaden haben von den Teilen. Wirklich nicht. Ich will keinen Schaden von den Dingern. Wartet mal, ich glaube, ich nehme für die tatsächlich die Pistole erstmal wieder. Das sind mir jetzt zu viele, ganz ehrlich. Den Flammenwerfer werde ich, glaube ich, bei dem Allosaurus dann nutzen. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch ein guter Plan hier. So, Alter. Und schon wieder Schaden. Das gibt's doch nicht. Schon wieder Schaden gekriegt. Ich will hier ohne Schaden durchkommen. Verdammt nochmal. So, nun baller ich jetzt einfach gleich wildwichsend hier drauf. Ich baller einfach los hier, komm. Baller einfach los. Nein, doch nicht so. Und lauf! Oh, Gottes Willen. So, so, genau. So, sehr schön. Alles klar. Da haben wir ein Medipack. Kleines Medipack, danke. Warum kommen jetzt hier keine mehr raus? Da kommen sie. Ah, nein. Ja, komm. Dann ist es nicht möglich, hier ohne Schaden durchzukommen. Wirklich nicht. Ich gehe jetzt nicht nochmal rein. Vergesst es. Dann mache ich einfach eine hohe Kombo und da passt das. Meine Güte, ey. Ich komme aber von überall. Das sind auch noch... Sind das auch noch diese Grünen? Die sowieso mehr aushalten, habe ich das Gefühl. Die halten mehr aus, die Dinger. Die brauchen 3 Schuss, ey. Wahrscheinlich, also die brauchen 3 Pistolenschuss. So. Haben wir jetzt hier noch mehr? Oder war es das schon? Ne, da sind noch ein paar. Verdammt. So, hier. Jetzt ist die Combo weg. Oh, verdammt nochmal. So. Ja, die sind schon krass, die Teile. Und da kommt noch einer. Ach, sehr schön. Und draufballern. Sehr gut. Ist noch irgendwo einer. Da unten. Nein! Ah, oh, Sackgesicht, ey. So. Und schieß einfach weiter drauf da. So. Wie sich anhört. Wie so eine Quietsche, ey. So. Da unten ist noch einer. Hier rennen ganz schön viele von den Dingern rum. So. Nix da. Du springst mich nicht an. Halt die Klappe. Da ist noch mehr. So. Kommt jetzt wieder noch mehr? Oder war es das jetzt? Das war's. Okay. Alles klar. 1021 Punkte. Da habe ich mich hier noch gar nicht so wirklich umgeguckt, ne? Was? Das ist ein überdimensionales Ventilationssystem. Ein Dinosaurier mit der Größe des T-Rex muss es beschädigt haben. Na ja, toll. Immer der T-Rex, ne? Und was ist das hier? Tür ist mit Efeu überwuchert. Nimm dir Lizmarete. Das heißt, wir müssen hier nochmal zurück. Okay. Es muss eine Art Gastank gewesen sein. Er ist bereits leer. Haben wir hier noch irgendwo was? Was haben wir hier? Sagst du hier noch irgendwas? Du kannst das Haupttor sehen. Ah. Auf dem Schild steht 3. Energieeinrichtung. Der Dschungel ist zu dicht, um auf die andere Seite zu kommen.
Ah, okay, Haupttor. Auf der anderen Seite der Brücke liegt ein Dschungel. Hinter dem Dschungel befindet sich eine Art Raketensilo. Oh Mann. Okay, ja, da hinten ist ein Gebäude tatsächlich. Was ist das hier? Das ist nichts, ne? Nee. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr hier dabei seid. Bei Dino Crisis 2, wie wir jetzt hier hoffentlich bald mal Dylan aus seiner prekären Lage da befreien. Und, ja, T-Rex. Ja, T-Rex ist okay, Regina. So, das ist der Gastank. Okay, was haben wir hier? Nix. Heißt ein Fass. So, haben wir jetzt hier Passage zur Forschungseinrichtung. 3000 Punkte haben wir jetzt hier wieder in Allosaurus. Oder was ist hier? Oh, Flugsaurier! Flugsaurier! Wow, Leute! Flugsaurier! Schau euch das an, die gibt's hier auch! Ich baller einfach wildwichsens jetzt mal drauf. Die können nämlich ziemlich nerven. Seht ihr das? Wir können die gar nicht platt machen. So. Weil der Flammenwerfer, da kann nämlich nicht nach oben schießen. Und die sind da zu dritt da. Ach, du Heilige! Ich sollte aufhören, so viel zu ballern, glaube ich. So, nimm ein großes Medipack. So. Das ist wieder vollgeheilt inklusive Blutung. So, jetzt schießt sie doch mal kaputt da. Was ist denn das? Ja, die Pistole ist aber auch echt Müll, ey. Pistole hier ist echt Müll, muss ich sagen. Boah, ey. Aber die bringen 200 Punkte pro Ding. Ich muss trotzdem gleich wieder zurück. Ach, das ist... Die Pistole ist echt Mist für die Dinger, ey. Mann. Die Pistole ist echt Müll. Die trifft ja überhaupt nicht. Die trifft ja überhaupt nicht hier. Und dann... Ja, dann... Lass mich immer verbluten. Was ist das denn für Kack mit der Pistole? Die trifft ja gar nichts. So, jetzt aber schießt da drauf da. Die trifft gar nichts. So. Mein Gott. Und ich muss wieder zurück und Muni holen, ne? Oh, Mann, Leute. Ja, tut mir leid, wenn wir hier schleppend vorankommen, aber die Gegner, die sind wirklich nervig hier. Oh. Wartet mal. Objektheilung, großes Medipack, komm. Puh, okay. Dann kann ich ja jetzt aber vielleicht hier mal ohne Schaden durchkommen. Das wäre doch mal was. So. Sehr schön, Leute. Wenn denn die Muni ausreicht, ja. Da. Wisst ihr, warte, ich nehme jetzt mal den Flammenwerfer in die Hand. Waffe, Hauptwaffe, Flammenwerfer. So. So, nimm den in die Hand und schieß Regina. Da. Gegrillte Dinos. Ist das geil, Leute. Schaut euch das an. So. Ah, der kann doch nach oben schießen. Ach, geil. Okay. So, dann schießt nach oben und hier, genau. Sehr schön. Ist auch wesentlich stressfreier so. So, und hier. Genau, so. Ah, nein! Oh. Die kommen immer so schnell von hinten, ey. Immer so von hinten. Mensch, habe ich wieder Schaden gekriegt hier. Oh, Mann. Die bewegt sich aber auch langsam mit dem Ding, ne? So. Ja, dann... Keine Ahnung, dann... Mach es so. Oder, da ist noch einer. Komm, lass ihn verbrennen da. Na komm. Was machst du denn da oben so lange? Nicht nach da unten! So. Ein paar gegrillte Dinos, ist doch nicht lecker? Komm, ist noch mehr oder was? Da kommt noch mehr. Ach du Penner. Du gehst mir auf die Nerven. Wirklich. Ja, komm runter, komm. Können wir es vielleicht verbrennen? Das Efeu? Nee. Ja, dann hier, komm. So. Und bam. Kommen jetzt hier noch mehr? Nö. Okay, gut. Dann würde ich sagen. Sicherheitskontrollraum. Sind wir wieder am Anfang, aber wir haben mehr Punkte gesammelt. Und vor allem... Da ist die Frau. Vor allem, wir haben mehr Punkte gesammelt. So, Waffen, schaut euch das an.
Doppel-MP. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt schon kriege. Geil. Damit kann man doch mal arbeiten, Leute. Damit kann man doch erstmal wirklich arbeiten. Mach die Pistole voll. Die Doppel-MP, die ist so Hammer, die Waffe. Schau euch das an. 1000 Schuss, 2 Uzis. Und 2 Uzis da. Richtig geil. So, Flammenwerfer, den mache ich auch mal so. So, dann die Doppel-MP, dafür hole ich mir ein Magazin, glaube ich sogar. 6000. Ja, hol dir ein Magazin, Regina. Haben wir 1500 Schuss. Und, wartet mal. Gibt's da nicht noch Werkzeug oder sowas? Ich glaube, weil, Werkzeug? Nee, schade. Ich dachte, es gibt so eine silberne Karte oder sowas. Naja, gut. Regina, wechsel die Waffe. Hauptwaffe. Info. Leichte MP, zwei gleichzeitig. Feuern beim Laufen. Kleines Kaliber. Kleines Kaliber, aber die haut ordentlich rein, liebe Leute. Dann würde ich sagen, rüste die aus. Zwei Doppel-Uzi. Schau dich das an. Richtig geil. Bababam. Bababababam. Ah, es ist eine geile Waffe. So, jetzt können die Flugsaurier uns aber mal. Aber wirklich. So, was haben wir jetzt hier? Keiner mehr? Alle platt gemacht? Och, okay. Ja, seht das auch mal. Irgendwann sind die Gegner auch zu Ende. So, Leute, dann gehe ich mal nochmal raus. Wir müssen nämlich Dylan befreien nach wie vor. Haben jetzt 11 Minuten hier in dieser Forschungseinrichtung verbracht, ey. Meine Güte. So, und was haben wir jetzt hier? Kommen jetzt hier wieder Flugsaurier? Da kommen wieder die Flugsaurier. Da seht ihr es mal, Leute. Wesentlich effektiver, die Waffe. Wesentlich effektiver gegen die Flugsaurier, ja. Schau euch das an. Richtig geil. So. Und hier machen wir jetzt einfach weiter. So. Ja, wo denn? Ach, da. Da links da, oder was, ne? Rat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 
Hier muss man aber auch schnell reagieren. Schon krass, ja. So, bam, weg mit dir. Oh, da ist noch einer. Hier muss man echt schnell reagieren. So. 10er Kombo. Richtig gut, ey. Zum Glück habe ich diese Waffe jetzt, ey. Die bringt schon ein bisschen mehr gegen die Raptorensäue hier. 11er Kombo. Haben wir alle. Ne, da ist noch einer. Ah, die Kombo ist leider weg. Schade. Da ist noch einer. So, bam. Sehr schön. Wie du merkst schon, wir schnetzeln uns hier durch den, durch die Gegend. Da ist wieder die geile Libelle da. Und da ist auch noch einer. So, haben wir es jetzt bald mal. Haben wir es jetzt bald mal. Ich will ja auch ohne Schaden durchkommen, Leute. Da ist noch einer. Ja, und da ist auch noch einer. Meine Güte, ey. Wir müssen jetzt nämlich hier in diese Tür rein. Genau. Gleich, weil da ist dieser Giftbereich. Und da müssen wir die Pflanzen gleich mit dem Flammenwerfer abbrennen. Ganz genau, Leute. Haben wir es bald mal? Hier komm, ey. Das ist heftig, Leute. Das ist echt heftig. Diese Masse an Dinos, die hier rauskommen. Aber ich glaube, wir haben es. Haben wir es jetzt? Wir haben es. Geil. Okay, Leute, dann. Sieht aus wie ein sehr altes Schild. Militäreinrichtung geradeaus. Raketensilo. Diese Route wurde aufgrund ungewöhnlichen Giftpflanzenwachstums geschlossen. Es ist geplant, die Pflanze zu Beginn der nächsten Woche niederzubrennen. Genau, Leute, dann geh hier rein. So. Sumpf. Südliche Giftzone. 10.000 Punkte. So, dieses Gebiet ist von den Sporen der giftigen Pflanzen verseucht. Das Einatmen ist lebensgefährlich. Okay, Leute. Bitte eine andere Hauptwaffe wählen. Wir müssen jetzt tatsächlich, ich will euch mal diese Zweitwaffe da zeigen, Pflanzen niederbrennen, weil hier ist überall Gift. Und da seht ihr diese Dinger. Ich nehme mir mal diese Waffe hier. Die Zweitwaffe. Schaut euch das an, Leute. Feuerwall. Das ist geil. Aber hier nicht. Hier nicht sinnvoll. Okay, wir sind jetzt nämlich da, seht ihr das? Und wir können jetzt hoch zu Dylan. Genau, das machen wir auch. Und allerdings nehme ich mir hier lieber den Flammenwerfer. Weil ich will hier wenigstens keinen Schaden kassieren, ey. Hier keinen Schaden bitte kassieren. So, schau euch das an, Leute. Wir können die jetzt aus aller Ruhe hier platt machen. Die sprühen da ihr Gift rum. Aber ihr seht's, wir kriegen dafür sogar Punkte. Ist das nicht geil? Und hier. So, bitte keine Schaden hier, ey. So, weil die, das ist eigentlich ein Pflichtgebiet, was man ohne Schaden meistern muss hier. Einfach alle abbrennen. So, sehr schön. Dann sehen wir auch hier diese komischen Mutantenpflanzen. Okay. So, ah, die Kombo ist weg. Schade. Egal. Oh, jojojojojojojojo. Okay, bitte nicht einatmen, Regina. Sonst wirst du ohnmächtig hier. So, kein Schaden. Hä? Hä? Wieso, wo hab ich den Schaden gekriegt? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wow. Okay. Oh, die sprühen aber ordentlich. Oh ja, da auch, Leute. Die sprühen ordentlich. So, dann macht die alle nach und nach hier platt. So, Leute. Ui, oh, drei Stück. So, 11 Stück. 11er Kombo. Und verbrennen. Ha. Sehr schön. Und schaut mal da, wir sind an der Tür. Das ist die Tür zum... Aufgeschlossen. Zum Wasserturm. Wir kriegen hier irgendwie keinen Schadenbonus. Naja. Bäh. Schaut mal, wo wir sind. Wir sind im Wasserturm, da wo Dylan auch war. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil?
Werkzeug haben wir wieder nichts, ne? Waffen auch nicht. Heilung? Nö, brauche ich eigentlich nicht. Muni erstmal wieder nachfüllen. Der Eideschuss. Dit. So. Dann den Flammenwerfer wieder aufladen. So. Oh, wir haben schon gut Punkte, muss ich sagen. Ja, das ist aber auch, weil ich die Dinos echt ernst nehme hier. 1,5. Ja, das ist schon teuer. Aber wie gesagt, das hat sich ja gelohnt, ne? Wie gesagt, ich nehme die Gegner hier sehr ernst. Wartet mal, was passiert eigentlich? Nächstes Mal die Waffe erstmal. Wenn ich hier reingehe. Ihr könnt euch erinnern, ne? Da war dieser Dino-Bereich. Dschungelort Route 4. Muss ich hier überhaupt nochmal hin? Kommen hier blaue Dinos? Kommen hier blaue? Nein. Nur grüne. Okay, nee, dann. Dann lass. Nimm die 100 Punkte noch mit, aber lass, komm. Ich will jetzt hier weiterkommen, Mensch. Ich will in dieser Folge noch zu Dylan. Beziehungsweise in seiner Nähe zumindest. Gut, liebe Leute. Dylan ist ja hier hinten hingegangen. Und ja, erzählt mal, wie es euch so geht. In dieser aktuellen Situation. Würde mich sehr freuen, tatsächlich, mal von euch zu hören, wie es euch so geht mit Corona und so. Kommt jetzt hier. Oh, Cutscene. Ah, stimmt, genau. Also irgendwas haben die gegen uns. Ich weiß nicht, was es ist, aber. Oh, da rennen Kompis. Hallo Kompis. Können wir euch platt machen? Nein. Okay. Ja, die sind da in diesen Ausgang da gerannt. Wie gesagt, keine Ahnung, was diese Typen wollen. Verdammt interessant und mysteriös zugleich. So. Oh, was? Oh, was? Ich höre was im Hintergrund. Schaut mal da. Triceratops. Geil. Geile Animation im Hintergrund, ey. Wirklich. Die treiben da ihr Unwesen, ja. So, Leute, den Bereich hier kennen wir ja. Das ist ja das, wo Dylan ganz am Anfang da erkundet hat. Und jetzt kommt der T-Rex, oder? Kommt jetzt der T-Rex? Oder was? Kommt gar nichts? Was? Flugsaurier! Warum sind denn hier jetzt Flugsaurier? Ach ja, stimmt. Der T-Rex, der ist ja abgehauen. Richtig, der ist ja da unter uns hergestapft. Richtig, Leute. Also doch kein T-Rex. Sehr gut. Dafür diese nervigen Flugsaurier. Da muss ich einfach einmal um mich herballern. So, Leute. Alles klar, dann. Nix da. Nix da, Kollege. So, dann. Da ist noch einer. Den kriege ich erstmal nicht. So, da jetzt. Ah, dieses Zielen hier, das ist schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So, jetzt aber da. Da links, da. Schieß doch, genau. Was ein Glück, dass ich diese Doppel-MP habe jetzt mittlerweile. So. Da ist noch einer. Hatte ich muss die dreimal treffen, ne? Genau wie die Raptoren. Ja, genau. So. Aber die bringen halt auch ordentlich Punkte, ne? So. Oh mein Gott. Nein! Keinen Schaden bitte hier. So. Sehr schön, Leute. Ich hol die alle vom Himmel. Ist mir jetzt gerade kackegal. Ist noch einer. Die Folge ist auch gleich voll, aber. So, wir sind gleich bei Dylan. So. Dylan war ja da links irgendwo. So, jetzt müsste ich mich aber erstmal hier um diese Viecher kümmern. So. Haben wir es bald mal. Das kann doch nicht sein, dass sie so viel aushalten. Das kann doch nicht sein, dass sie so viel aushalten. Oh mein Gott. Boah. Glück gehabt. Schwein gehabt, Leute. So. Ach, Mann. So, jetzt aber hier. Ja, das ist nicht so einfach, die mit dieser Waffe hier zu treffen auch, ne? Aber das Gute ist ja,
dass die automatisch zielt. Dass wir da eigentlich keine Probleme kriegen sollten hier. So. So, Dylan. Wo bist du, Dylan? Der war, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Alle weg. Alle weg ohne Schaden. Ist das nicht geil? Gut, Leute, dann gehe ich jetzt noch kurz zu ihm. Der ist ja hier drin. Genau, Leute. Der ist ja hier drin. Hardware-Lager, kein Schaden, 10.000 Punkte. So, Cutscene. Was? Das ist der Schlüssel, den Dylan rausgeworfen hat. Okay, keine Cutscene? Come on, stop playing around. Hör auf rumzuspielen. Wie bist du? Was? Okay. Steuereinheit für die Tür. Ja, wollen wir den Schlüssel mal da reinpacken. Mal gucken, ob das funktioniert. Objekt, Schlüssel. Nichts passiert. Dieser Schlüssel passt nicht in das Terminal. Das heißt, wir müssen einen neuen Schlüssel suchen, Leute. Die Tür ist in Betrieb. Auf der anderen Seite der Tür ist der Schatten einer Person. Ja, Rina ist Dylan. Gut, liebe Leute, das heißt, wir haben Dylan gefunden. Aber denkst, wie es hier weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Die Folge ist nämlich schon wieder übervoll. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Erzähl es gerne weiter. Und ja, Regina ganz cool hier. Und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.